Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ich muss natürlich auch, wie hier runterkommt. Es ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Muss irgendwas sein. Oh, ich mag ja gar nicht, wenn sie so hoch klettert. Aufbrechen. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Nur ein Nickerchen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Nickerchen geworden, würde ich mal sagen, ne? Okay, ich kann auf jeden Fall hier schon mal hoch. Vielleicht kann ich die Ruder raufklettern. So. Sehr gut. Das ist Wahnsinn, aber. So. Kann ich vergessen.
Treppen immer nach oben. Versuchen jetzt das Ganze mal zu lösen. Das sind auch Erfahrungspunkte, die wir kriegen können. Oder du magst schon fahren. Ja. Aber ich kann mir schon denken, was ich machen muss. Ich jetzt hier rüber. Laufen. Ah! Geschafft! Mal sehen, was da oben ist. So. Okay. Alles klar. Ah. Also, ich muss dir wirklich sagen, du bist ein Badass. Perfekt. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Oh, Updates und Inventar und Rüstung getauscht werden. Cool. Jede Menge Pfeile, das ist auch sehr gut. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert. Alte Fähigkeiten. Schließen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne... Haben wir schon? Werde ich garantiert nicht machen. Also ich kann jetzt schnell hintereinander Pfeile abschießen, das ist schon mal sehr gut. Ich habe beinahe das hier verpasst. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Interessant. Wie kommen wir jetzt hier lang? Echt mutig, da einmal ein Eis hineinzustellen, obwohl es schon so oft eingebrochen ist. Muss man echt mal sagen. Ich bin ja auch übrigens am überlegen, wenn wir schon mal dabei sind, die Uncharted Collection zu machen. Das werdet ihr spätestens ab nächstes Jahr irgendwann bei mir sehen und dann auch Uncharted 4. Wie war das? Den da unten? Oder wie war das? Okay. Okay, ich bin gerade ersoffen.
So. Kommen wir noch weiter? Ja. Er hat das Land der Rus durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht, wie erhofft, vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Na, dieser Typ hat echt Probleme mit dem Propheten. Haben wir hier noch was? Irgendwie was, was ich mitnehmen kann? Irgendwie? Da scheint mir das so unglaublich interessant zu sein hier oben. Oder ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ja. Sowjetanlage. Bin ich dein Feind? Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Scheiße. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das hoffen. Habe ich wieder irgendwelche Punkte, wo ich sagen kann, jo, das verbessere ich jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Okay. Inventar. Munition. Mal gucken, ob wir da was machen können. Ja, Pfeile. Ja. Aber die Schatten ist sehr, sehr richtig gut getroffen. Ein Bärenbeutel haben wir auf jeden Fall schon mal. Aber ja, wir könnten Pfeile, aber. Ich glaube, davon haben wir momentan genug. 16 von 25 haben wir da momentan. Gut. Würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, sogar ich mache jetzt hier einen kleinen Break. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.